glaube, ich habe was gehört. Okay. Aber hier haben wir ja die Bude ja auch schon aufgeschossen, also von daher gehen wir erstmal hier hin. Oder Moment, ich mache hier nachladen. So, Skystorm. Setze ich hier hinten dran. Im Feldposten. Ja, es kommt aus zwei verschiedenen Richtungen. Also da ist auf jeden Fall was los da drin. Oh, kriege ich den da irgendwie... Ist alles ziemlich offen hier, da finde ich keine Deckung hier draußen. Ich muss da irgendwie reingucken, ey. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich rücke nochmal eins vor. Feldposten mehr drauf. Hey, habt ihr was gehört? So Leute, wir müssen zum Angriff. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss hier irgendwie rein. Hier zeigt er mir eine volle Deckung an. Und hier, ich gehe erstmal nur einen Schritt. Der Feind rollt an. Fuck, ey. Wo rennt er hin? Der hat sich da in Sicherheit gebracht, oder? Der ist hier. Gut. Dann bringe ich hier erstmal einen Feldposten drauf. Ich gehe da erstmal gesichert rein. Also davor stürmen, denke ich, wäre jetzt verkehrt. Ich wechsle hier die Seite einfach mal. Mach eine volle Deckung drauf. Skystorm. Wechselt hier rüber. 36, 10 kritisch. Dann stehe ich aber auch mitten im Schussfeld. Ne, den bringe ich zurück. Das ist mir zu gefährlich. Hier und den Feldposten drauf. Wenn der sich bewegt, läuft da ein Schussfeld von denen. Hoffe ich zumindest. Oh, der hat einen Feldposten drauf. Interessant. Können wir einen Schuss jetzt setzen? 29, ey, was ist das denn für eine Scheiße, ey? Ja, mit einer Rakete will ich hier natürlich jetzt nicht rumballern. Wie gehe ich da vor? Ich mache hier jetzt einen Feldposten drauf. Wir müssen uns hier entscheiden. Das hat keinen Wert. Rückkehr wieder eins vor. Feldposten. Hier eins vor. Scheiße, ey, wie viel sind denn da noch? Fuck. Da gehe ich erstmal volle Deckung. Skystorm ziehe ich hinterher. Auf Feldposten. So. Jetzt bin ich gespannt. Alter! Ja, auch schon daneben geholzt. Ja, tu das. Fuck, ey. 29, es wird doch nicht besser, ey. Egal, müssen wir jetzt mal draufholzen. Alter, den haben wir weggesammelt mit 29%. Geil. Das hat gepasst. Das war ein Treffer von Yashi Games. So, jetzt müssen wir gucken hier. Ich muss gucken, dass ich hier eine Deckung finde. Ist hier eine Deckung?
Nee, das ist ein Aufgang. Also ich renne erstmal hier rein. Unsere schweren Einheiten hier in Position bringen. Den mal hier Feldposten. Skystorm. Tja, Skystorm. Was machen wir mit dir? Wo stellen wir dich hin? Hier vorne ist mir eigentlich zu unsicher. Ich setze dich hier direkt hinten dran. Auf dem Feldposten. Also da ist irgendwas los. Entweder sind die außerhalb. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Ja, das ist klar. Wir sind natürlich nicht alleine. So. Einen Schritt hier vorrücken. Wow. Ego unter Feuer! Deckungsfeuer, Feuer. Haben wir da, was haben wir noch zur Verfügung? Betäuben, Raketenstart. Also hier können wir auch betäuben. Ich probiere erstmal mit 29%. Vielleicht kann ich ihn ja anschießen, dass wir da... Jawohl, angeschossen. Mit einem Punkt. Das wäre ein Kandidat, den wir dann betäuben könnten. Rein hier rüber. Was haben wir hier jetzt? Wow, wie viel hat der jetzt gesehen? Zwei. Da könnte ich auf jeden Fall mal durchholzen. Oh, Abschuss. Für Yashi. So. Prozent, das wäre aber der ziemlich verwundet ist. Den möchte ich mir eigentlich aufheben, um den betäuben zu können. Wow, der hat gerade Leben dazu gekriegt. Genial. Aha. Vier Treffer, ey. Fuck. Wie viel haben wir da noch am Start, ey? Betäuben, da müssen wir näher für ran. Ich renne jetzt darüber. Feuer auf den da draußen. Jawohl, und wieder ein Abschuss für Yashi. Ist jetzt auch abgekratzt oder was? Ja. Warum das denn jetzt? Okay, soll anscheinend so sein. Die haben irgendwie die Verbindung zueinander dann verloren, wie der eine gestorben ist und dann ist der andere mit tot umgefallen. Und da warten wir mal kurz ab, was da jetzt noch kommt. Also die drei hätten wir da weg. Frage ich mich jetzt gerade. Wo wir da noch welche haben. Ich wag mich mal hier raus. Und die Scharfschützeneinheit hinterher. Die lasse ich mal platziert, bis ich mir einen Überblick draußen verschafft habe. Von da kommt was, von rechts. Was war das für ein Geräusch? Okay, das heißt, wir können hier gleich Vollgas rüber spurten.
Gehen wir hier an die Außenwand, da haben wir eine volle Deckung. Und hier stellen wir uns direkt hier hinten dran. Gut. Jetzt kommt von da was. Was ist das denn für ein Bockmist? Einmal rechts, einmal links. Sind das doch noch einiges mehr. Ich muss erstmal meine schwere Einheit hierher bringen. So, mit Emnel will ich erstmal stehen bleiben. Weil der Gude auch schon ziemlich angeschlagen ist. Ja, stehen wir eigentlich ganz gut so. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Mal gucken, was passiert. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Okay. Yashi, du musst dran glauben, du musst raus. Und gucken, was da los ist. Nachladen kannst du nochmal. Und ich ziehe den Scharfschütze mit. Skystorm. Obwohl, das war vielleicht blöd. Vielleicht können wir den einkesseln. Und dann könnte ich den von der anderen Seite vernaschen. So. Ich mache hier mal Feldposten. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht sogar nur noch einer ist. Hoffe ich. Feind in Sicht. Ja, Arsch geleckt, ey. Drei. Prozent, aber da stehe ich auch mitten im Schussfeld. Das Risiko gehe ich jetzt erstmal nicht ein. Da gehe ich hier hin. Mit unserem Scharfschütze gehe ich hier außen vorbei. Entdeckung. So, hier müssen wir ranklotzen, dass wir dabei kommen. Da können wir doch schon mal was machen hier. Den können wir schon mal unten halten. Verstanden. Ja. So, dem haben wir schon mal die Deckung weggeballert. Hier rüber. Oh, das ging gerade so daneben. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir uns hier ein bisschen Platz machen. 51, 55. Ja, gut. Wir probieren's. Wow. Das ist nicht gut. Voll verkackt, ey. Nachladen. Geladen und entsichert. Schuss 29. Gut, das klappt richtig gut heute mit Yashi. Der macht hier einen Kill am anderen. Was können wir hier machen? Wenn ich hier vorziehe, ey. Gewagtes Ding. Gewagtes Ding, Leute. Was können wir hier? 76, 60. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Den verballern wir einen. Jetzt, auf geht's. Das kann nicht wahr sein, ey. Es kann nicht wahr sein. Also, einen haben wir weg, zwei haben wir noch. Okay, die rücken vor. Ich
glücklicherweise daneben geschossen, aber auch ins UFO reingeballert. Wo auch diese Energieeinheit steht, zum Glück nicht getroffen. Hier haben wir eine volle Deckung, da können wir die vielleicht ein bisschen umzingeln. Gebe ich einen Feldposten drauf. Unser Scharfschütze rücken wir auch mal hinterher. So. 67-10. Zwei Treffer. Betäuben, kein Ziel in Reichweite. Ja, wann ist das Ziel denn in Reichweite? Muss ich da echt noch so nah ran? Gut, dann mal Schuss. Auf den da hinten. So. Alter, jetzt kippt er schon wieder aus dem Latschen, ey. Einsatzziele erreicht. Ja, scheiße, ey. Ich hab extra den hinteren abgeballert, weil ich dachte, der vordere ist angeschossen. Da können wir den dann gefangen nehmen. Aber ihr habt's gesehen, der ist dann mit verreckt. Schade. Haben wir wieder keinen mitnehmen können. Aber trotzdem, Prädikat ausgezeichnet. Leider ist unser Medanian draufgegangen. Wird aber wieder neu rekrutiert werden. Tut mir da leid. Wir gucken uns mal kurz die Auswertung an. So, ihr seht hier die Auswertung und ich drücke dann jetzt schon mal weiter, damit wir sehen. Ich werde das alles umrechnen, was ihr dann einsetzt. Ist ja klar, 666. Ihr habt jetzt alle zwei, die jetzt hier teilgenommen haben. Die Kills rechne ich dann auf, schreibt die wieder zum Ende des Let's Plays dann jetzt gleich hinten dran, damit ihr sehen könnt, wie es mit den Kills bei euch aussieht. Und ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn Medanian draufgegangen ist. Wir werden ihn natürlich neu rekrutieren. Er ist dann wieder demnächst dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ihr auch wieder reinschaut. Hier sehen wir nochmal kurz, was wir alles hier. Schwebeleichen haben wir jetzt sogar dabei. Hier Waffenfragmente, UFO-Flugcomputer, UFO-Energiequelle. Also wir haben richtig gut was erbeutet. Richtig geil. Ich werde hier auf jeden Fall das Game abspeichern. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut wieder rein. Und wie immer sage ich bye bye, euer Wolfgang.